Mario, gestern ein 5-1-Sieg gegen Leverkusen. Was hat dir am besten gefallen von eurer Leistung? Ich glaube, das Gesamtauftreten und wahrscheinlich dann auch, dass wir dran geblieben sind, gerade nach einem ärgerlichen 1-1, dass wir dann schnell eine Reaktion gezeigt haben, dass wir dann immer noch weiter nachgelegt haben und versucht haben, noch mehr Tore zu schießen, um möglichst schnell Ruhe reinzubekommen. Das ist uns ganz gut gelungen, ja. Du sprichst es gerade schon ein bisschen an. Es gibt ja immer so Schlüsselmomente im Spiel. Dieses 2-1 direkt nach dem 1-1 durch Kolo. War das so ein Schlüsselmoment, welcher das Spiel auf eure Seite gezogen hat? Ja klar, der erste Schlüsselmoment war, glaube ich, das 1-0 kurz vor der Halbzeit, was sehr wichtig war nach den Torchancen, die wir uns erarbeitet, ausgespielt haben, dass wir da mit einer Führung in die Pause gehen. Das war wichtig. Ärgerliches 1-1 und dann mindestens genauso wichtiges 2-1, weil normalerweise hast du dann auch manchmal Momente, wo dann vielleicht das Spiel kippen kann, wo du dann vielleicht dann irgendwie vielleicht aus der Fassung kommst, gerade dann auch irgendwie nach dem 1-1. Nichtsdestotrotz, man hatte immer das Gefühl, dass wir da sind, dass wir wach sind, dass wir das Spiel gewinnen wollen und werden. Und das war dann wichtig, ja. Das 2-1 hat Kolo Muani gemacht. Ist er im Moment so ein bisschen ein Sinnbild für den Teamgeist auch in der Mannschaft, für die Mentalität und den Zusammenhalt? Er hat schwierige erste Hälfte, Elfmeter vergeben, Chance vergeben, dann ihr muntert ihn auf und in der zweiten Halbzeit kommt er so zurück. Sinnbild, ja, ich glaube, gab mehrere Momente. Ich glaube, es spricht einfach für die Mannschaft, für die Charaktere in der Mannschaft, auch dass Lukas am Ende noch das Tor macht, dass Rafa den auflegt, dass wir ja jetzt auch aus den Situationen, wenn Hase ausfällt, dass Christian hinten in der Mitte spielt, viele, viele Themen, dass Junior dann auf rechts spielt, Lenzi, der jetzt auch irgendwie das zweite Spiel von Anfang an gemacht hat, dann auch mit der Vorlage für Kolo. Da kommen viele Dinge zusammen, nicht nur Kolo, klar auch, gerade nach den Torchancen, die er hatte, aber es gehört auch dazu, dass man da mal so einen Tag hat, wo es vielleicht in der ersten Halbzeit nicht klappt, er ist dran geblieben, hat dann das Tor gemacht, von daher alles gut und ist auch wichtig für ihn, als Spieler, als auch als Stürmer. Von daher, ja klar, spricht für uns, spricht für die ganze Mannschaft, spricht für die Charaktere. Ja. Richten wir den Blick nach vorne. Schon übermorgen geht es weiter im DFB-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers. Wie gewarnt sind wir? Ein vermeintlich kleiner Gegner. Wie schafft man es jetzt, diesen Fokus auf diesem Niveau wie Leverkusen zu halten? Ja klar, ich glaube, wir müssen wissen, um was es geht. Wir müssen wissen, dass jedes Spiel anders ist, dass wir nicht jetzt denken, wir haben gegen Leverkusen 5-1 gewonnen, dass es dann auch genauso gut am Dienstag klappt. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, dass jedes Spiel anders ist, dass die Auslegung anders ist, dass wir wahrscheinlich jetzt viel mehr den Ball haben werden, weniger Räume hinter den Ketten, dass wir da einfach auch eine andere Spielauslegung vom Verständnis haben und dass wir wissen, dass wir da irgendwie als Favorit reingehen und trotzdem die Ernsthaftigkeit behalten und dass es ein Pokalspiel ist und dass alles passieren kann. Und ja, Bochum war natürlich so ein Beispiel dafür. Ich glaube, das ist natürlich die große Kunst, alle 3 Tage auf dem Level, ob jetzt Champions League, Bundesliga oder Pokal, da zu sein und dann über 90, 95 Minuten. Ja. Es geht gegen die Stuttgarter Kickers. Sie haben in der ersten Runde gegen Zweitligisten Fürth 2-0 gewonnen. Wie erwartest du die Stuttgarter? Ja, ich glaube, wird nicht leicht. Wir sind, glaube ich, Erster in der Liga, gutes Torverhältnis, sind gewohnt, den Ball zu haben, zu spielen, die Spiele zu gewinnen. Und deswegen, Pokal ist immer schwierig, dann auch auswärts dort, gerade nach den beiden Spielen jetzt gegen Tottenham und Leverkusen. Deswegen wird eine schwierige Aufgabe für uns. Und deswegen, ich glaube, wird eine gefährliche Mannschaft sein. Wir müssen einfach an unser Leistungslimit gehen, auch an dem Tag wieder. Und das ist dann die große Herausforderung. Und ich denke, dass wir defensiv eingestellt werden, ihre Situation haben werden, nutzen wollen werden. Und deswegen, das wird nicht leichter. Mario, vielen Dank und viel Glück am Danke, Dienstag. danke, danke.